das Projekt, die nationale Sitzung Graz 2023, war das größte Projekt des Europäischen Jugendparlaments Österreich im letzten Jahr. Und in diesem Projekt kamen über 100 Jugendliche aus Österreich und ganz Europa in Graz zusammen, um Europa zu erleben und zu diskutieren. Wir fördern Jugendliche, dass sie schon im jungen Alter in andere Länder, in andere Kulturen blicken und da einfach sehr viel herausfinden, was sie vielleicht in einer österreichischen Bubble nicht so sehen würden. Und das ist für mich persönlich das Wichtigste an diesem ganzen Projekt. Ziel des Projekts war es, Jugendlichen europapolitische Themen näher zu bringen und die Arbeit des EU-Parlaments greifbarer zu machen. Wir hatten über 8 Länder auf der Sitzung vertreten. Und gerade jetzt, auch in diesem Wahljahr, ist es wichtig, einfach die Jugendlichen zu motivieren, zur Wahl zu gehen, ihre Meinung abzugeben. Und es ist einfach wichtig, den Jugendlichen zu zeigen, was für ein gutes Projekt die EU ist und dass es eben auch weiterhin sein sollte. Wir haben ein Planspiel entwickelt, das nennt sich Demokratiebausteine. Hier geht es eben um eine ganz bestimmte Methode, wo Jugendliche in die Rolle von Politikerinnen und Politikern schlüpfen können und da mit fiktiven Ländern in Rollen kommen, in Verhandlungen kommen, um eben auch aufzuzeigen, wie komplex es sein kann, aber auch wie gut es möglich sein kann, durch Verhandlungen Kompromisse zu schließen oder eben Konsens zu finden. Wir sind davon überzeugt, dass es ein wichtiger Beitrag ist, mit Jugendlichen in direkten Kontakt zu kommen. Nicht nur, dass sie über die Europäische Union hören und lesen, sondern eben selbst erfahren und zu Beteiligten werden. Und wiederum wichtig, der Transfer aufzuzeigen, wo Mitsprachemöglichkeiten in der Europäischen Union auch möglich sind. Ich mit dem Verein reisen durch ganz Österreich in die verschiedensten Orte wie hier in Burg an der Mur und führen dort vor Ort Pubquizzes durch, um gerade da anzusetzen, wo die Bürgerinnen und Bürger am meisten sudern über Europa, in den einzelnen Lokalen, in den Regionen, in den kleinsten Städten Österreichs. Da fahren wir hin und reden mit den Leuten. Das heißt, es ist keine Kampagne, die in Wien stattfindet oder in irgendeiner großen Stadt. Die kleinsten Dörfer, wo wir gewesen haben, haben mehrere hundert, wenige tausend Einwohner. Gerade da mit Fake News aufzuräumen, über Europa zu bilden und nicht auf einer akademischen Art und Weise, sondern auf einer spielerischen Art und Weise mit kreativen Fragen, ist, glaube ich, der Weg to go und bietet am meisten für Europa.